Hallo Leute, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic Survivor Evolver. Bro. Ja Leute, es gibt Veränderungen. Und zwar ihr seht, wir spielen mit einer Frau. Denn ich habe auf dem Bild gesehen, dass da eigentlich eine Frau auf dem Dino sitzt. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn da schon eine Frau sitzt, dann muss man mit einer Frau auch spielen. Deswegen habe ich hier alles neu gebaut. Deswegen kann sein, dass mein Haus irgendwie nicht gerade steht, da wo es letztes Mal gestanden ist. Aber das ist da. Und wir müssen jetzt, Freunde, craften. Als allererstes brauche ich das hier. Ich brauche dieses, um das in meinem Haus zu stellen, also in unserem Haus zu stellen, weil wir brauchen Essen. Und damit wir nicht verhungern, machen wir uns einen Ofen. Ich habe sogar schon 2 Stück Fleisch bekommen. Deswegen werden wir jetzt, also deswegen ist das, sagen wir so, ein wenig anders. Ich werde jetzt hier nichts kaufen. Ich habe ein bisschen Geld verloren wegen dem Kauf, Freunde. Deswegen, das ist ganz einfach. Wir gehen dahin. Wo war das? Da. Benutzen das mal einmal und fertig ist. Also wir haben dann wieder voll. Und so, wenn wir diese Heftchen da gelesen haben. So, wir machen jetzt erstmal den Ofen und den Rest machen wir auch neben unserem Haus. Also es wird ein bisschen anders als Survivor Island. Es wird jetzt ein bisschen alles draußen stehen. Weil ich will nicht 1000 Male ein Haus bauen, nur weil das aus Holz und so weiter steht. Oder aus Steinen ist. So, Steine haben wir, jetzt brauchen wir Zuckerrohre und die sind da hinten, seht ihr das da? Oh, wo da, genau, da sind jetzt Zuckerrohre und die sammeln wir jetzt auf. Ja, ich habe absichtlich diese Höhe gewählt, denn es ist von beiden Seiten dann mit Wasser gemacht. Ja, sammeln, sammeln, sammeln. Zuckerrohre sind immer gut. Vor allem, die werden sie jetzt brauchen. Den Ofen stelle ich auch in unsere kleine Hütte auf, also das wird kein Problem sein. Freunde, tut mir leid, jetzt wird es ein bisschen lauter gestellt. So. Ich hoffe, jetzt hört man mich trotz allem. So, jetzt machen wir den Ofen. Ich hoffe, wir haben alles. Ja. Ja, mal. Also kraften. Solange der sich kraftet, gehen wir zu unserer Hütte und wählen uns einen Platz aus, wo es in der Hütte stehen wird. So, Kochfeuer. Fertig gestellt. Es ist Level 1. Ich weiß allerdings nicht, Freunde. Es ist so. Später, wenn ich auflevele, ich bin Level 8 jetzt. Was? Jetzt schon? Ich habe angefangen mit Level 2. Auf jeden Fall. Ihr seht hier erstmal Level 1 alles. Aber später wird es Level 2. So, jetzt gehen wir zu unserer Hütte und stellen uns unseren Kochtopf dahin. Ich werde auch später vielleicht,
Freunde, noch ein Fenster draus machen, also eine Wand abreißen und ein Fenster ranmachen. Und vielleicht eine richtige Tür. Aber auf jeden Fall, Kochtopf soll ich hier irgendwo sein. Also, ich kann es schlecht neben dem Bett da hinten stellen. Erstmal hier. Ja, also hier wird dann der Kochtopf sein. So, jetzt, das ist jetzt unser Essen. Ja, den platzieren wir jetzt. So. Yippee, wir haben jetzt den Kochtopf. Jetzt können wir natürlich hier unser Fleisch braten. Aber hier ist jetzt so, hier ist ein bisschen anders jetzt. Moment, ich glaube, genau, Quickslot und dann können wir braten. Nein, wie braten wir dann? Nicht hauen, braten. Wartet, wie braten wir dann? Du sollst nicht hauen, du Blöder! Ach, meine Güte. Moment, ich muss jetzt gucken, wie wir das Ganze braten. Nutzen, das esse ich dann, oder was? Ja, nutzen will ich nicht. Ich will braten. Nutzen. Dann tut es essen. Ich muss aber braten. Ja, dann tut es. Wie braten wir es dann? Also das ist jetzt an, ein und aus. Hier machen wir es kochen. So, hier gibt es auch. Okay. Ja. Aktualisiert. Eine Banane. Okay. Okay, das haben wir jetzt. Sozusagen, das sind die Quests, was wir jetzt machen müssen. Gemacht haben. Essen will ich das nicht. Ich will das braten. Ja, okay, das steht aber nicht. Jetzt, Freunde, jetzt machen wir was anderes bauen. Und zwar, diesmal geht es nach draußen. Ja, kraften, und zwar wir brauchen jetzt das hier. Und wir haben zum Glück alles, also Randa. Dem stelle ich hier irgendwo neben. Also wir müssen dann noch herausfinden, wie wir dann kochen und so. Also dann stelle ich hier, jawohl, ist komplett, und stellen wir uns hier hin. So. Platzieren. Natürlich so platzieren, dass das irgendwo auch Sinn macht, ne? Also hier macht es schon Sinn. Ja, genau. Hier so platzieren, dass das gerade steht, ne? Jawohl. So.
haben wir jetzt gemacht. Aber wir können da nichts machen. Okay. Jetzt machen wir noch etwas kraften. Ach so, jetzt können wir hier kochen. Darauf müssen wir drücken. Und dann, wenn das Fleisch da ist und das Fett, oder was auch immer das sein soll, also das hier, dann wird es gebraten. Okay, okay Leute, jetzt müssen wir das hier kraften. Da fehlt Holz und Leder. Okay, kraften wir das hier. Steine. Ich glaube, ich habe alles. Also das werden wir mal heute alles machen. So. Kraften wir mal und stellen neben. Genau. Es wird daneben gestellt. Hier so. Ich werde jetzt so machen, Freunde. Also jetzt stelle ich so, wie ich zum Beispiel beim anderen Spiel, den ich Let's Play mache, stelle ja solche Dinge eigentlich neben dem Haus. Und zwar dieses Spiel kennt jeder. Let's Day on Earth. Das mache ich auch so. So fast. Ja, also. So. So. Das muss schon gerade sein und schön aussehen. Wow, schau mal, was du jetzt mal mit deinen Steinen machen kannst. Ja. Können wir mal gucken. Können wir dann machen? Also wir können hier noch viele Dinge erledigen, also zum Beispiel das können wir hier bauen. Könnte ich mal machen, damit ich die Sachen dann ablegen kann. Ja. Was ist das? Okay. Okay, Leute, jetzt gehe ich mal und versuche. Jetzt habe ich einen Raut, endlich. Jetzt will ich mal fischen gehen. Nachschauen, ob wir das mal können. Bevor wir jetzt... Moment. Ja, genau. Genau, das habe ich ja ganz vergessen, Freunde. Da wo ich euch gezeigt habe. Das kann man jetzt im Nest zerstören. Das sind so kleine... Nester und da bekommen wir so Felder. Und das muss man auch nicht vergessen. Sollte ich gar nicht vergessen. So, jetzt gehe ich mal und fische. Ich hoffe, es wird gut erklärt. Und ich kann dann fischen. Mal gucken. So, Leute. Einmal. Was? Genau. Tipp auf das Wasser, mein Freund. Fang alle an zu fischen. Okay. Moment, ich muss dann so. Noch tiefer rein. Das ist doch Wasser. So, jetzt tipp mal auf das Wasser. Ah, da war zu tief. Ich bin zurück.
Nein. Groß. Nein. Nein, nein, nein. So, jetzt. So. So. Warum kann ich nicht gucken? Können wir vielleicht andere Richtung gehen? Kann zumindest die Kleinen da jagen. Oh, sind sogar mehrere. Ich brauche jetzt nicht nur Fleisch, ich brauche jetzt auch Haut, weil wir dann nächstes Mal bauen können. Warte, ich will dich killen. Warum läufst du weg? Das wird gar nicht wehtun. Garantiert nicht wehtun. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das Ganze, also wie ich fischen werde. Wie ich das Ganze fischen kann. Und warum bin ich jetzt. Jetzt mal gucken. Also da stand Tipa auf das Wasser. Ausstatten, wo ist mein... So, jetzt versuchen wir mal. Ausstatten, okay. Fischen. Und jetzt? Also, ich begreife das nicht ganz. Also, schmeißen, Tipp auf das C, Schlag zu, Schlag den Fisch. Okay. Okay, ich habe jetzt Rohrfische gefangen. Jetzt versuchen wir mal ohne zur Erklärung. Also sprich, jetzt versuche ich mal so, wie da stand, also reinschmeißen. Das ist doch viel zu schnell, Mann. Moment. Gott, ey. Die Steuerung ist ein bisschen zu schwer. Jetzt schmeißen wir rein. Und jetzt aufpassen. Okay. Nein, viel zu kompliziert dieses Fischen. Jetzt abwarten. Warum klappt es nicht?
muss irgendwie klappen. Irgendwie klappt es nicht. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich von euch, Freunde. Ich werde es weiterhin versuchen. Und ja, wir können jetzt eigentlich braten. Die zwei Fischen. Und Fleisch. Hier. Nein, auf keinen Fall nutzen. Wir können jetzt braten. Und zwar hier zum Beispiel das Fisch. Und das Fleisch. Genau das hier mal bauen. Ja, machen wir nächstes Mal, Freunde. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich von euch. Also, ich hoffe, dieses Video wird euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf. Haut rein. Tschüss.